Die Maincard, liebe Zuschauer, ist eröffnet. Der albanische Adler fliegt in die Halle. Und da wird es schon wieder laut in der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Denn Arjan Topalay wohnt in Balingen, nur wenige Kilometer von Stuttgart entfernt. Der Junge hat mich schon seit Wochen gefragt, hey, wann wird announced, dass ich kämpfe? Hey, wann wird mein Gegner bekannt gegeben? Weil er so viele Supporter im Gepäck hat, die ihn heute tatkräftig unterstützen. Bislang eine makellose Bilanz von 6:0. Und er wird alles daran setzen, dass das auch so bleibt. Aber es ist sein erster richtiger Härtetest, den er heute hier bei Octagon vor die Fäuste bekommt. Seinen letzten Test gegen Roman Paulus hat er mit Bravour bestanden. War ein kurzer Ausflug. Und Topalay ist fest entschlossen, dass sein Sieg mit einem Erstrundenfinish auch wieder in Stein gemeißelt wird. Was sagst du dazu, Pascal? Ja, also Topalay ist wirklich beeindruckend bisher. Er hat ja nicht nur 6 Kämpfe, 6 Siege, sondern alle dieser 6 Siege in der ersten Runde. Also, er macht nicht gerne Überstunden und auch hier sollten alle möglichst schnell, möglichst wach sich vor dem Fernseher einfinden oder zurück auf ihren Platz in der Halle kommen, denn das Ding kann ganz, ganz schnell vorbei sein. Wir sehen hier den Stuttgarter Rapper Dardan, auch natürlich ein Landsmann von Topalay, hier als seelische und prominente Unterstützung bei ihm in der Ecke. Und wir haben gesehen, was der Mann anrichtet, wenn er gegen Roman Paulus gekämpft hat. Und das war ein spontaner Kampf. Jetzt ist natürlich mit einem Kampf gegen Karol Gisavi, mit einem ganzen Fightcamp, die ganze Vorbereitung für das Match wesentlich kompletter. Und auch er ist deutlich besser eingestellt.